Willkommen zurück, mein Lieben, bei Enderlilies. Mit Miriel. Autsch. Der Ollen. Leider nur halbe HP. Ich sollte mich heilen. Oh. Der war nah. Wieder Bubbel. Na? Ah, zu greedy. Schlecht. Kein guter Start in die Episode. Wieder nah. Das hat ganz gut Schaden gemacht. Oh, what? Da war ich noch zu nah? Wirklich? War schlecht, wir haben schon 3 Heilungen verbraucht. Okay, Phasenübergang. Den kann man super gut punishen. Ja, mach weiter damit. Oh, der ist nah. Bubble. Oh, ein bisschen zu spät gedodged. Ah, wir hätten auch den Special-Angriff wieder ready gehabt, aber wir hatten zu viel Heilung verbraucht bereits den ersten. Deswegen... Okay, gut. Er ist zu nah. Ah! War ich zu greedy. Wollte ich einmal zu viel zuhauen. Das ich muss es echt versuchen, safe zu spielen. Das war gut. Die Range von unserer Waffe ist auch ziemlich geil. Kann man nicht anders sagen. Na komm. Bring einen Bubbel. Ah, der vierte, den kann man eigentlich bringen. Aber man muss es eigentlich spammen. Ich hatte eine kleine Pause dazwischen, zwischen dem dritten und dem vierten Schlag. Und ich glaube, das war das Problem. Wow. Oh, direkt da rein. Na, fantastisch. Ich mag den Nahen nicht, da kann man nichts wirklich tun. Meine Güte. Es geht auch weit nach oben. Man kann auch nicht in der Luft angreifen, wenn das Ding nah ist. Okay. Einmal kann ich hin. Zu nah dran. Der geht weit. Die erste Phase mag ich nicht. Die ist ein bisschen langweilig. Oh, der war nah. Die zweite ist interessanter. Okay, jetzt haben wir Phasenwechsel. Oh.
habe ich ganz vergessen. Das war gut. Oh. Ah, dann habe ich einen kleinen Fehler gemacht und wurde von einem blöden Projektil getroffen. Und das war's. Der Run war gar nicht so schlecht. Aber das Schwierigste ist definitiv die dritte Phase. Die zweite ist fast am einfachsten. Weil da kann man einfach mehr Schaden machen. Der Boss hat es definitiv in sich. Okay. Au, da bin ich reingedasht. Ich denke, ich verwende die Eule jetzt schon in der ersten Phase, damit die ein bisschen schneller vorbeigeht. Das dauert sonst eben Ewigkeiten. Ich glaube, irgendwie so AOE-Projektile wie die Pfeile könnten hier auch ganz gut sein. Kann ich mir vorstellen. Ah, die Projektile. Okay, da darf ich nicht den Spezialangriff machen. Das ist sehr schlecht. Merke. Da muss ich ein bisschen besser aufpassen. Man stirbt auch echt schnell. Keine Ahnung, warum ich da zweimal angegriffen habe, aber es ist passiert. Da kann man den Spezialangriff machen. Vielleicht hilft mir die Eule auch den Spezialangriffsmeter schneller aufzuladen. Geht erst nah. Wenn den Spezialangriff ist erst später. Zweite. Okay, das war schlecht. Gut. Schlecht. Okay, dritte. Holy shit. Okay, gut. Können wir ein bisschen zuhauen, aber sie hat noch zu viel. Der ist zu nah. Da werden wir dann weggestoßen. Der ist zu nah. Ich heile mich. Ich glaube, das ist ein guter Punkt zum Heilen. Au. Keine Heilung mehr. Oh, voll in sie reingedasht. Ah, garstig. Vor allem, weil sie so viel aushält. Aber wir machen Progress langsam, aber sicher. Oh, das ist ja die Hauptsache. So. Oh, schon wieder reingedasht.
Okay, das war eine absolute Katastrophe. Ah. Ich muss gucken, dass ich die richtige Richtungstaste drücke. Das ist immer das Problem, mit dem, wenn ich mit dem Controller spiele, dass das hin und wieder passiert. Der ist aber nicht so genau wie das mit dem Keyboard. Aber das kriegen wir hin mit dem Controller. Dieses Spiel ist nicht so schwierig. Ja, wo ist die Eule? Okay. Erst wieder fern. Das war gut. Ah, das war schlecht. Na, ist eigentlich ganz gut zum Heilen. Okay, Phasenübergang. Ups, den habe ich völlig vergessen. Problem beim Phasenübergang ist ihm kein Schaden. Bubble weit. Ah, der schon wieder. Okay, gut. Dritte Phase. Eine Heilung. Das ist leider ein bisschen wenig. Schon wieder. Okay, gar nicht so schlecht. Ah, da war das Timing ein bisschen falsch. Aber ja. Wir müssen die dritte noch ein bisschen üben. Problem ist, es dauert immer relativ lange, bis man da ist. Wobei, mit der Spezialattacke geht's einigermaßen. Okay, gut. Fantastisch. Leider wieder halbe HP, aber was will man tun? Heilung. Sonst läuft es soweit ganz gut. Mit der Spezialattacke geht auch die Energie von ihr runter. Bisschen ähnlich wie das Ki in Nioh. Zweite Phase. Okay. Läuft. Dritte Phase schon. Na, was machen wir, okay? Ich hasse die Feuerbälle.
bisschen garstig. Viel hat sie nicht mehr. Okay. War ein bisschen Glück mit dabei. Okay, weit. Ah, puh. Ah, wir haben sie, glaube ich. Ah, eine Hütte hat noch gefehlt. Es war wieder saumäßig knapp. Viel knapper, als es hätte sein müssen. Wie, kein neuer Skill? Okay. Ha. Keine Läuterung? Hier ist was. Alles zu spät. Verschmutzter Brief von Miriel. Bitte setze dich nicht so unter Druck. Ich war auf diese Situation gefasst, als wir mit unseren Nachforschungen über die Unreinheit begannen. Eigentlich wollte ich es dir in Person sagen, aber ich fand nicht die richtigen Worte. Ich hoffe, du kannst mir dafür vergeben. Ich würde meine Nachforschung gerne selbst fortführen, doch nun muss ich sie dir überlassen. Es tut mir so leid. Huh. Ach, hier kann man sie läutern. Okay. Das ist dann wohl die Miriel. Die echte. Die hat irgendwelche Experimente gemacht. Miriel, meine Assistentin und Geliebte, im Leben wie in Unreinheit. Nicht ein einziges Mal hast du mich angegriffen. Ah nee, das ist... Der hat Miriel erschafft. Selbst Unsterbliche können ihre Seele und ihren Verstand behalten. Du selbst warst der Beweis dafür. Für sie experimentierte ich immer weiter, doch ich bin am Ende meiner Kräfte. Durch meine Nachforschungen über die Unreinheit entstand die untote Truppe. Und selbst die Weißpriesterin wurde mit reingezogen. Oh, Miriel war eine Weißpriesterin? Ich widersetze mich dem König. Bald vertreibt man mich sicher von hier. Wusste ich doch, dass ich ohne Miriel verloren bin. Aber ich kann dennoch nicht aufgeben. Ich muss ihren innigsten Wunsch erfüllen und die Priesterin retten. Oh nee, okay, dann ist sie doch nicht die Priesterin. Miriel, ich bitte dich. Lass mich deine Stimme noch einmal hören. Okay, ich vermute mal, er hat durch, so wie das es hier klingt, durch geheime, verbotene Experimente Miriel irgendwie erschaffen, beziehungsweise verwandelt. Und... sie hat ihn quasi als ihren Schöpfer angesehen und ihn nicht, verletzt. Benutzt Unreine, um Schüsse abzufeuern. Diese sind langsam, haben aus der Ferne jedoch große Durchschlagskraft, die Gegner zurückstößt. Faden war der Leiter des königlichen Magiertrupps, bis seine Liebste starb. Seit er an den Unreinen experimentiert, benimmt er sich Kälte als war. Okay, das war demnach Faden. Entsiegeln. Mit der Aufhebungsmagie des Ketzers, Faden, kannst du versiegelte Türen öffnen. Oh, ja, wir erinnern uns an ein paar. Mit der Aufhebungsmagie des Ketzers, Faden, kannst du versiegelte Türen öffnen. Das Endland enthält viele derart versiegelte Türen, hinter denen sich bedeutende Artefakte verstecken. Nur Artefakte oder auch irgendwie was anderes? Die gigantische Unreine auf dem Weg hierher. Sie hatte zwar ihren Verstand verloren, aber sie versuchte das, was ihr wichtig war, bis zum Ende zu beschützen. Das war eine Sie-Faden?
War schwierig zu sagen. Achievement Unlock, Separation und Truth. Okay, hier war aber noch nicht alles. Hier komme ich nicht hoch. Aber ich nehme mal weiter unten. Ja, hier haben wir noch ein Item. Fans Aufzeichnungen 5. Meine Nachforschungen haben unvorhersehbare Ergebnisse erbracht. Es ist mir noch nicht gelungen, den Verstand Unreiner zu kurieren. Doch als ich den Verlauf der Unreinheit in einem neuen Testobjekt mitverfolgte, blieb dieses kommunikativ und bei Sinnen. Weitere Beobachtung ist vonnöten, aber ich kann wohl sagen, dass ein Unreiner, der bei Verstand ist, einem unsterblichen Menschen gleich ist. Das wird zumindest den König erfreuen. Was hier aus der Weißpriesterin geworden wurde, mag ein Wundermittel der Unsterblichkeit sein. Den Verstand von Myriel bringt es aber nicht zurück. Ja, Myriel ist, Okay, Faden sieht weiblich aus. Und hier geht's dann weiter. Das war hier aber noch immer nicht alles. Vielleicht ist hier unten noch was? Nein. Irgendwas haben wir hier übersehen. Wo ist hier noch was? Ha. Nun gut. Ja, Myriel liegt hier tot. Hier sieht es auch so aus, als könnte man nach unten. Ich gehe mal zurück. Wobei wir sind eigentlich, wir haben volle HP. Spielt nicht so einen Unterschied. Wir können uns mal den Skill anschauen, den wir noch bekommen haben. Ja, erstmal Erinnerung wegmachen. Oh, habe ich was vergessen? Fadenserinnerung, okay. Das war das hier, Level 5. Sei mal hier. Okay, cool. Ich denke, ich werde das auf die andere Leiste packen. Ich komme ganz gut zurecht mit dem, was wir jetzt hier haben. Machen wir das so. Gut, meine Lieben. Wir machen an dieser Stelle erstmal einen Break und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dann werden wir hier noch ein bisschen weiter gucken. Offensichtlich gibt es noch Zeug hier. Ich bin gespannt. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und auf geht's.